Morgen, grüßt euch. Voll super. Also wenn man so schaut, die größeren Tannen hier, oder in dem Fall der Fichte, wenn mit dem Schnee die ganzen Äste so nach unten birgt, dann hat man so richtig schöne, ja, so schöne kleine, ich glaube Wigwam heißen die, so richtig kleine Höhlen drin. Also da kann man super drin schlafen. Echt cool. Wird sicher gut isolieren und man bleibt einigermaßen trocken, weil drunter ist fast kein Schnee nicht. Schön. Ja, aber um das geht's gar nicht. Ihr seht, ich bin unterwegs im Winterwald wieder mal. Es ist noch ein bisschen Schnee vorhanden, nicht mehr viel. Und ja, es hat so 4 Grad minus. Man merkt, es ist alles gefroren. Richtig kalt. Aber es soll heute im Laufe des Tages schon tauen. Also man merkt, es ist irgendwie schon trotz der Kälte schon sehr feucht raus jetzt. Ja, aber super gute Luft. Echt gut. Ja, bin schon wieder eine Zeit lang unterwegs seit dem frühen Morgen. Und habe jetzt da eine coole Aufnahme gemacht beim Hergehen, weil ich einfach ein bisschen so abgeschaltet habe, Kamera nebenbei mitgetragen und nicht gefilmt. Habe jetzt hier eingeschaltet, weil hier in dieser Gegend, ich muss einmal da drüben schauen, vielleicht da 200, 300 Meter oder hier, da drüben bauen wir ein kleines Lager. Was heißt der Lager? Es gibt heute einen Beitrag, einfach ja, aus dem Grund, weil mir einfach viele Leute fragen, viele Anfänger, viele Neulinge. Das ist eine Frage, die ich jeden Tag kriege, die mich dann fragen, Gerd, was nimmst du eigentlich mit auf deine Touren? Was hast du auf einer Tagestour dabei? Was hast du bei einer Zweitagestour dabei? Was hast du dabei, wenn du ins Ausland fährst? Was hast du dabei, wenn du nur Übernachtung machst? Und das ist jetzt was, wo ich mehrere Teile mache draus in nächster Zeit. Also wird immer wieder was kommen, und zwar ein Loadout. Loadout habe ich normal einmal im Jahr gemacht. Letztes Jahr 2020 habe ich noch keinen gemacht, weil ich nicht mehr dazugekommen bin. Aber das hole ich jetzt nach und das wird heute schon mal der erste Teil für ein Loadout, für einfach eine Tagestour. Was habe ich persönlich auf einer Tagestour dabei an Ausrüstung? Das ist natürlich auch wieder voll individuell, ganz klar. Man kann mitnehmen, was man mag. Das ist jedem freigestellt. Ich habe meinen eigenen Stil und deswegen habe ich meistens auch ein bisschen mehr dabei, weil ich baue mir schöne Lager. Ich mag den Wohlfühlfaktor draußen haben und dass man gut geht draußen. Und deswegen schaut es immer so aus. So schaut es bei mir aus, wenn ich auf einer Tagestour bin, dass das gleich einmal seht. Und ich werde das Ganze jetzt im Laufe des Videos hier ausräumen und wir auch ein kleines Lager bauen und eventuell ein kleines Feuer machen heute mit einem kleinen Teekocher draußen. Das ist eigentlich so, ja, was ich dabei habe. Jetzt im Winter ist natürlich auch wieder individuell. Winter, Sommer, da hat man verschiedene Sachen dabei. Und es kommt einmal eins aus Video, wo ich dann erkläre, was ich auf einer Zweitagestour dabei habe. Übernachtungstour im Winter oder einfach nur im Sommer, wenn ich ganz wenig dabei habe. Während mehrere Videos jetzt. Das ist sehr, sehr interessant für die Anfänger. Wir können uns ein bisschen schauen wegen Ausrüstung, was ich so dabei habe. Meine Ausrüstung ist weitgehend sehr erprobt. Also das ist eine Ausrüstung, wo ich sage, okay, mit der kann man arbeiten. Mit der arbeite ich schon jahrelang. Mit den meisten Gegenständen arbeite ich wirklich auch schon jahrelang. Und kann die auch ja, weiterempfehlen quasi. Also ohne irgendwelche Einschränkungen. Okay, dann würde ich sagen, ich suche mir jetzt am Platz. Ich schaue jetzt wieder rüber nach. Wird noch eine halbe Stunde dauern und dann sehen wir uns im Video und dann räumen wir mal ein bisschen aus, erklären mir ein bisschen was dazu, was ich dabei habe und was man alles so braucht. Und wir sehen uns. Bis gleich. Ja, jetzt haben wir einen schönen Platz gesucht hier. Das ist ein mir bekannter Platz. Und ja, das ist immer so eine Sache, wo mich auch sehr viele fragen, immer, wo findest du deine Plätze? Wo findest du so schöne Plätze? Es ist so, ich bin sehr, sehr viel im Wald unterwegs und ich fahre jedes Waldgebiet, wo ich in der Umgebung kenne, also wo es gibt quasi, fahre ich ab und gehe das komplett damit durch einfach. Das passiert meistens hinter der Kamera quasi, also was soll jetzt hinter der Kamera, das filme ich meistens gar nicht mit. Da bin ich ja bloß mit einem ganz kleinen Rucksack unterwegs und dann gehe ich da verschiedene Waldgebiete einfach ein bisschen ab einmal, 2, 3, 4 Stunden und schauen wir das an. Und dann finde ich auch wirklich schöne Plätze. Und ich habe mir ein bisschen ein Gespür dafür, für einen Platz, ob mir der gefällt, ob er eine gute Ausstrahlung hat oder nicht. Das ist jetzt der schöne Platz hier, der ist schon offen hier. Der ist natürlich für mich perfekt, jetzt ja, auch im Winter oder im Sommer hier zu schlafen. Da sieht man schon die Sterne. Er ist mitten im Wald drin. Er ist vom Licht gut durchflutet, auch zum Filmen her. Das muss ich natürlich auch beachten, weil ich kann natürlich auch jetzt da hinten in Finsterwald reingehen. Da ist es halt sehr, sehr dunkel, weil es bewölkt ist und so. Dann werden halt die Aufnahmen sehr grieselig und das mache ich nicht. Deswegen gehe ich daher und schaue da schön aus mit den ganzen Bäumen.
Und solche Plätze findet man einfach, wenn man wirklich mit einem offenen Auge durch die Natur geht und sich wirklich Zeit lässt und abseits der Wege geht. Also wenn man jetzt nur auf den Wanderweg geht, findet man natürlich solche Plätze nicht. Man muss wirklich sehr, sehr viel im Wald rumgehen, damit man schöne Plätze findet. Und das ist eine Schwierigkeit in Deutschland mittlerweile, dass man echt so Plätze findet, weil die Waldgebiete klar sind. Die Waldgebiete schauen aus wie von oben, wie so eine Rittersportschokolade quasi, durchzogen mit Forstwirtschaftswege. Es ist immer irgendjemand im Wald unterwegs. Es ist wirklich, wirklich schwierig, das weiß ich. Aber es gibt Plätze. Sucht es. Es dauert. Und irgendwann findet man Plätze, wo keiner hinkommt. Das habe ich auch. Der Platz zum Beispiel ist auch ein bisschen, ja, so ist es richtig super geil. Ich mag den Platz sehr, sehr gern. Aber es fliegen halt Flugzeuge wieder drüber. Ich sehe gerade, wie da eins drüber gerauscht. Und weiter oben verläuft dann eine Straße. Wenn es von der Witterung her und wie jetzt im Winter, wo der Schall gut übertragen wird, oder wenn Glaube drin ist im Wald, dann hört man die auch öfter mal. Aber es ist halt einfach schwierig, dass man echt wirklich Plätze findet. Ja, genau. Aber du würdest du kurz einmal sagen. Jetzt mache ich es so, ich werde jetzt hier ein bisschen was aufbauen und euch ein bisschen die Ausrüstung erklären, was ich für eine Tagestour alles hier drin habe. Das war jetzt alles in meinem Rucksack drin. Es ist jetzt wirklich für mich persönlich nicht viel. Viele sagen, boah, nimmst du viel mit auf eine Tagestour, einfach nur zum Rausgehen, ist das sauber zu viel. Weiß ich nicht, warum man das immer sagen muss. Jeder redet mich immer darauf an, weil ich so viel Ausrüstung dabei habe. Ist ja meine Sache, ich nehme es gern mit und ich mache mir es gut gelassen draußen. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Manche sind unterwegs, die haben vielleicht nur sowas dabei oder sowas am Gürtel dran. Das geht auch. Du kriegst auch fast alles eine, was ich brauche für eine Tagestour. Das ist immer so, was mag man draußen machen? Was hat man für einen Stil von eigenen? Der andere hat vielleicht einfach nur eine kleine Plane dabei. Kann sie genau das gleiche machen wie jetzt ich mit dieser ganzen Ausrüstung. Aber mir gefällt halt das und deswegen habe ich das auch immer alles dabei. Ja, im Rucksack ist jetzt noch ein bisschen was drin. Ihr seht, mein Beil ist noch dran, mein Fell ist noch dran, meine Handschuhe, mein Becher. Ein paar so Kleinigkeiten sind noch dran, wie die Heringe und so. Aber da ist das alles, was ich eigentlich fast immer dabei habe, wenn ich so ein bisschen rausgehe und mir was koche draußen und so. Wenn ich jetzt über Nacht bleibe, habe ich noch ein bisschen was anderes dabei. Da komme ich dann einmal drauf zurück in einem anderen Video. Da mache ich dann einmal was mit einem größeren Rucksack, wenn ich über Nacht unterwegs bin, was ich für einen Schlafsack dabei habe oder für ein Schlafsetup quasi. Und jetzt werden wir da einfach einmal einen Tab spannen und dann das Ganze ein bisschen näher erklären und nebenbei ein ganz kleines Lageraufbau und vielleicht dann auch später noch ein kleines Feuer machen, weil ich möchte mir noch einen Tee machen. Kochen wir halt nichts, weil wir nur einen Tee machen und haben ein paar Cookies dabei und ein bisschen sowas. Und das werden wir uns jetzt machen. Okay, dann fangen wir mal an, bauen wir mal einen Tab auf, da werde ich auch gleich was erklären dazu. Bis gleich. Ja, dann kommen wir jetzt gleich mal zum ersten Ausrüstungsgegenstand, wo ich heute ein bisschen was erkläre dazu. Und zwar ein Tab, ganz, ganz, ganz wichtig. Tab, es geht nicht ohne. Ich brauche halt kein Tab, ich weiß, es schneit nicht, es regnet nicht, es geht kein Wind, gar nichts. Aber ein Tab gehört einfach dazu, finde ich. Das ist für mich, ja, keine Ahnung, das ist ein Muss, ein Must-Have. Und da fragen mich auch tausende Leute wirklich, wo sie für ein Tab empfehlen kann. Ich habe sehr viele Tabs daheim, probiere alles Mögliche durch. Das beste Tab, was ich selber habe, ist das von Serme, das M05 STS oder TST im Finish Camo. Dieser Maß hat von 250 auf 250. Das ist so mein Lieblingstab quasi, weil einfach das Muster mir unheimlich gut gefällt, das Material und das Camouflage drauf. Das passt im Sommer, ich habe das selber gesehen, wahnsinnig gut rein. Es gibt auch noch andere Tabs, die gut sind, das Helikontex. Ich habe alles Mögliche da, Miltec, aber die, wo ich jetzt am häufigsten verwende, sind British Army Shelter Sheet. Das wisst ihr, da habe ich schon tausendmal was gesagt dazu. Das ist ein Tab vom britischen Militär. Es ist fast unzerstörbar. Für einen Anfänger das Beste, was man sich kaufen kann, weil man einfach am Anfang nicht weiß, wie man was spannt, wie stark. Und wenn man es jetzt von Miltec ein Tab kauft, meistens ist dann so, ich kann es aus Erfahrung sagen von Miltec, dass man die Ösen ausreißt, weil man es stark spannt. Das passiert mit dem British Army Shelter Sheet nicht. Liegt preislich so zwischen gebraucht 40 bis 100 Euro irgendwo da drin. Gibt es in drei verschiedene Camouflage-Mustern.
die farblich auch ein bisschen abweichend immer wieder, habe ich festgestellt. Also MTB, DPM und es gibt es in Desert-Tan. Okay, das ist jetzt MTB, also Multicam, Multitural Pattern, hat ein Maß von 260 auf 215, genau, 260 lang, 215 breit. Kann man eigentlich weitgehend für eine Person, auch für zwei, sehr gut abdecken alles draußen und ist vom Material her irre. Man kann eine Hängemattenbauch, schaut euch meine Videos von früher an, wo sie mit diesem Schaues gemacht haben. Ich habe Stühle gebaut draus, ich habe Hängematten gebaut. Man kann alles machen damit, das ist richtig geil. Und das würden wir jetzt einfach hier einspannen mit einem ganz normalen Schnellaufbau und dann geht es hier weiter. Ja, jetzt bin ich gerade beim Paracord. Ihr seht es hier, habe ich einen Pouch dabei, auch in MTB. Das ist übrigens ein Pouch von Miltec. Da kann ich wieder sagen, der ist sehr, sehr gut. Der hält sich sehr, sehr lang. Kann man meine Videos zurückverfolgen, dass ich den wirklich schon lang habe. Er hat oben einen Schnitt, den habe ich mit dem Messer zugefügt aus Versehen. Und ich habe ein paar Pouches von Miltec, die sind richtig, richtig schlecht. Und ich habe Pouches wie diesen hier, der ist richtig, richtig gut. Das ist jetzt übrigens so mein Erfahrungswert, mein persönlicher von Miltec, dass manche Sachen wirklich brutal gut sind. Echt! Schaut euch einmal zum Beispiel, was ich schon immer gesagt habe, diese Polarfließjacke von Miltec. Das ist für Anfänger für 30 Euro eine Jacke, die ist Bombe. Die kannst du bei dem wieder anziehen und die hast wirklich 20 Jahre lang, ohne Schmarrn, das perfekte Jacke. Ja, das ganz kurz. Ich habe so einen Pouch dabei mit hier Paracord 550 drin. Ich habe auch das Mikrocord daheim, falls ich. Nehme ich aber jetzt nicht so gern her, weil es einfach ja, sehr, sehr dünn ist. Ist von der Traglast her auch sehr gut. Ganz genaue Angaben habe ich jetzt nicht dazu. Aber es ist halt so dünn, dass man da so schnell das Ganze verheddert. Von dem her ist das 550 hier perfekt geeignet. Also das ist gut. Habe ich sehr viel. Ich habe verschiedene Längen dabei. Ihr seht es, hier sind auch lauter kleine Sachen zusammengewickelt. Kriege ich auch sehr viele Anfragen, aber wo ich da alles dabei habe. Das sind verschiedenste 550er. Und habe gehen wir davon aus, so um die 120 Meter circa dabei wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, ich kann es nicht genau sagen, wirklich nicht. Irgendwo, sagen wir zwischen 100, 150 Meter wahrscheinlich. Muss man natürlich nicht so viel mitnehmen, ganz klar, muss auch wieder jeder für sich entscheiden. Ich habe es gerne dabei, weil ich auf einmal irgendwas finde raus und sage, cool, ich mag mir was bauen, dann habe ich das dabei, dann kann ich auch was machen. Es ist ganz selten, dass ich das ganze Pouch hier aufbrauche, dass da wirklich alles verbunden ist. Ja, schon vorgekommen, aber eigentlich trage ich es nur mit, dass ich es mittrage. Ich brauche nur ein paar Meter davon. Es variiert aber auch, muss ich auch sagen. Also öfter habe ich weniger dabei und öfter mehr. Ja, das ist auch was ich jedem empfehlen darf, der Paracord. Ich nutze das von Rodco. Ob man es so ausspricht, weiß ich jetzt nicht. Korrigiert es mir wieder, wenn es falsch ausspricht. Rodco, keine Ahnung. Nutze ich schon sehr, sehr lange. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, weil bei den Paracord gibt es auch für sehr viele Hersteller, die wo sehr gut sind, wo ich diesen Rodco drunter zeige. Und es gibt Hersteller, wo ich jetzt nicht so zufrieden bin. Das sind so No-Name-Produkte, die wo dann aufreißen, auffransen. Das habe ich bei denen überhaupt nicht. Okay, habe ich schon was gesagt dazu, zu diesem Pouch mit Paracord. Und jetzt spannen wir es kurz. Ja, da das ganze Video natürlich für Anfänger ausgerichtet ist oder richtet sich an Anfänger, sagen wir es so, wo sie der British Army Shelter Ski kaufen, sehen, dass die Mittelnaht hier, wo das Ganze extrem massiv vernäht ist, eine ja, Silikonschicht drüber ist. Diese Silikonschicht wird nicht so schnell kaputt. Bei mir ist noch keine kaputt oder porös. Ich weiß nicht, was das für ein geiles Material ist. Das wird nicht porös oder so. Ich habe schon echt schon einige Jahre. Und ich stopfe das Ganze ein. Ich roll es auch nicht zusammen oder was und deswegen wird es auch nicht kaputt. Und diese Silikonschicht gehört nach außen. Das Wasser, wo drauf trifft, wirklich gleich abläuft. Und man sieht da hier die Schlaufen, da kann man sich orientieren dran, die muss außen sein. Genau, so schaut das aus, das Ganze. Und wir jetzt hier einen ganz großartigen Mordstabaufbau machen, sondern einfach nur ein bisschen den Windschutz hin, da eine leichte Brise von hinten kommt und ein kleines Dach fahren. Und wer Interesse hat, schaut einmal in diese Playlist jetzt ein, ich blende euch ein. Das ist eine Playlist von mir, wo ich, ja, die ist under construction quasi, wo ich immer wieder Aufbauvarianten zeige. Ich probiere auch sehr viel rum und wenn ich was rausgefunden habe oder wenn ich eine coole Variante finde, mache ich ein Video dazu. Und das ist dazu diese Playlist. Schaut euch die an, ja, haben ein paar interessante Sachen dabei. So, jetzt spanne ich das ab und dann geht's weiter. Ja,
Ja, jetzt haben wir hier soweit fertig mit den ganzen und jetzt kommt dieses hier und zwar Felle. Ja, ganz viele Anfragen wirklich, wo sie für Felle nutzt, warum ihr die Felle nutzt und wie ihr die Felle pflegt. Es ist so, ich habe ein Fell dabei, ist einfach richtig schön zum Hinsitzen, es ist angenehm als am Schlaffer drauf, im Sommer oder im Winter habe ich öfter geschlafen drauf und es hat auch wieder so einen Bushcraft-Flair. Oder einfach so ein Naturflair draußen, wenn man mit Naturmaterialien arbeitet. Das sind Naturmaterialien und da finde ich ein Fell ganz, ganz praktisch. Manche nehmen es auch her, weil ich es gerade sehe, hier als Unterlage zum Teigkneten für Stockbrot oder sowas kann man das auch hernehmen. Ich nehme es überwiegend hier her zum Hinsetzen. Auf die Nacht legen wir öfter mal das kleine Fell über die Schultern, wenn es kalt ist. Ist auch ganz gut. Und ich habe jetzt hier Ziegenfell. Also zwei Ziegenfelle und wie ich die pflege das Ganze. Ich habe da haben wir auch übrigens Kuhfelle und ich pflege das Ganze mit einem stinknormalen billigen Lederfett. Wie ich das Ganze einmal im Jahr reibe ich das ein bisschen ein, ich lege das sauber auf den Boden. Das ist dann schon viel Arbeit, zieht man Handschuhe oder auch nicht und dann reibe ich das schön ein und somit habe ich dann wieder ein schönes, geschmeidiges Fell. Das zum Beispiel war von einem Flohmarkt. Das war richtig bretthart, also so hat man so hinstellen können, wie so eine Fahne. So. Und habe dann bearbeitet, das ist auch wieder schön weich und das ist auch weich. Ja, mit den Fällen, was kann ich sagen, aus Erfahrung, was jetzt ich so ein bisschen mitgekriegt habe, würde ich euch ans Herzen legen, kauft euch Schaffelle oder halt vielleicht eine Rehfelle vom Jäger oder was, weil die einfach von der Wärmeleistung her viel, viel stärker sind wie jetzt so ein Ziegenfell oder so, ist klar. Aber mir reichen ja und vielleicht holen wir auch mal irgendwann so Schaffelle mit Sicherheit einmal. Das ist jetzt das, was ich zu Felle sagen kann. Die gehören auf jeden Fall dazu. Ja, ihr seht, dass ich hier auf diese Felle auch schön in Schnee einer sitzen kann. Wunderbar, da geht auch nichts nass durch. Das ist perfekt. Man kann natürlich jetzt auch hier, was ich hier auch dabei habe, eine Faltisomatten nehmen. Da habe ich mehrere daheim, da würde ich euch sagen, kauft euch unbedingt eine Faltisomatten von der Bundeswehr, die Originale. Und die kostet gebraucht um die 20 Euro. Also meine erste Faltisomatten habe ich immer noch, das ist jetzt eine andere, aber meine erste, die habe ich schon, ich weiß es nicht wie lang, 10 Jahre lang, mit Sicherheit nicht mehr. Und das Teil funktioniert immer noch. Man kann es so multifunktional verwenden, das ist irre. Also das kann man als Regenschutz hernehmen, wie man bei mir schon gesehen hat in einem Video und einem Foto. Man kann es als Unterlage hernehmen, man kann einen Tisch draus bauen, man kann den Boden besser ausgleichen, wenn man schläft, wenn Äste haben, dass nichts durchsticht. Man kann es als Windschutz hernehmen, es ist wirklich mega geil. Und wenn es zusammengeklappt ist, ist es so groß wie ungefähr wie so ein Katalog, wie so ein Otto- oder Quelle-Katalog, was da gibt. Wenn es noch überhaupt gibt, weiß ich nicht. Und da ist es so, man kann sich super draufsetzen, es isoliert sehr gut. Mega geiles Teil. Okay. Isomatten haben wir und jetzt geht es an ein Werkzeug, was ich dabei habe. Das ist natürlich auch ein Must-Have, dass man ein bisschen ein Werkzeug dabei hat. Und da habe ich jetzt ein bisschen was Kleines mitgenommen, was ich so auf meine Tagestour mittlerweile dabei habe und auch Übernachtungstouren. Ich habe ja verschiedenste Äxte und Sägen daheim, sehr hochwertige und da sage ich jetzt kurz ein paar Worte dazu. Dann geht es weiter mit dem Werkzeug, wie ich gesagt habe. Ja. Ja, fangen wir mal mit dem an. Ist natürlich zum Bushcraften sehr wichtig. Ihr seht, ich habe es eigentlich bloß noch so dabei. Ich tue mir schon öfter noch rum, ganz klar, wenn ich was mache raus. Aber sonst habe ich immer einen Rucksack dabei. Früher habe ich es immer getragen, oben, überall. Ja, ich habe es jetzt einfach einen Rucksack drin. Wenn ich an meinem Platz bin, dann tue ich es um. Das Teil ist aber konform. Da fehlt überhaupt nichts. Man darf es in der Öffentlichkeit tragen. Außer öffentliche Veranstaltungen natürlich nicht. Aber ja, ich habe es wieder im Rucksack drin. Es ist ein Messer wie jedes andere. Da hat jeder seinen eigenen Stil. Also ein Messer, da wird auch sehr viel diskutiert drüber, nicht gestritten. Also da hat jeder seinen eigenen Favoriten. Ihr wisst, ich nutze seit vielen Jahren jetzt schon Jackit. Das ist die neueste Generation. Das habe ich jetzt noch gar nicht so lange. Unterscheidet sich aber vom alten überhaupt nicht. Auch vom Stahl her, nicht nur vom Design, also vom Griff. Mit meinem Pepper Woods Griff, wo mir sehr viele belächelt haben. Aber es wird sehen, sowas wird sich schon noch durchsetzen. Ja, Messer, da mag ich jetzt gar nicht viel sagen dazu, da hat jeder seinen eigenen Favoriten. Ich persönlich kann euch das Jackit ans Herzen legen oder das Fellkniven F1 oder F1 Pro.
sind für mich sehr, sehr geile Messer, wo man draußen sehr gut verwenden kann. Auch diese Gurka-Haumesser und ja, was es alles gibt, das muss jeder selber für sich finden. Früher habe ich zum Beispiel das Gerber LMF gehabt, das 2er Infanterie. Ah, sehr geiles Messer. Kann ich auch nicht schlecht sagen drüber. Aber mit dem fahre ich persönlich gut. Wichtig ist, dass man einen Feuerstahl hat, oder der ich ans Herz lege. Da zeige ich einen Feuerstahl an die Scheide. Ihr seht, ab da und dran, der ist schon ziemlich zusammengeschliffen. Habe aber eine Reserve daheim. Kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er mag. Ja, weil da geht es auch wieder. Einem passt das besser, einem passt das besser. Ich persönlich habe viele schon durch. Mittlerweile, momentan bin ich bei diesem hier Hängerblim von Diktum und habe da auch verschiedene daheim. Das ist ein Handbeil mit 450 Gramm Kopf. Reicht für meine Touren, Tagestouren zum Holzmacher, ein bisschen was zum Arbeiten, reicht es komplett aus. Aus Erfahrung kann ich euch sagen, von den Gramm her, dass ich persönlich ganz stark zu 650 Gramm tendieren. Habe jetzt ich daheim auch, und zwar die Bushman Axt, auch von Diktum, ein Megateil, nur viel länger. Das ist ja ein Beil, das andere ist eine Axt oder ein langer Stiel. Und da kann ich aus Erfahrung sagen, 650 bis 800 Gramm ist eigentlich genau das Optimale, was wir mir Bushcrafter draußen brauchen. Kommt natürlich darauf an, wenn einer eine Trapperhütte baut, dann braucht er natürlich schon was Massives, aber für unsere Touren, wo man gerade Dreibein baut oder ein kleines Tippi oder was, reichen diese Äxte und Beile vollkommen aus. Das gleiche ist auch bei den Sägen. Ich persönlich habe viele, viele, viele Jahre diese Big Boy von Silky. Ich nutze ja eigentlich fast nur Silky nachher. Und diese Big Boy haben auch sehr, sehr viel belächelt. Oder 34er Schwert, das ist natürlich schon eine Hausnummer 34, aber man braucht es heraus. Das ist eigentlich die Säge schlechthin. Hier habe ich diese Gomboy dabei, die hat sich bei mir ein bisschen durchgesetzt. Mit der kann ich auch sehr gut arbeiten heraus. Das ist ein 24er Schwert übrigens mit einer 10er Zahnung. Kann ich sehr gut arbeiten. Und zieht die Gomboy, der Big Boy, momentan vor. Einfach aus dem Grund, weil die halt einfach kleiner ist und für mich reicht die. Die Big Boy nehme ich natürlich mit, wenn ich jetzt sage, ich baue mir jetzt ja irgendwas Größeres, einen größeren Balken oder schneide, wenn ich was im Koffer habe, die Big Boy dabei. Ich habe sie auch immer oft dabei. Aber die Gomboy mag ich sehr, sehr gern von der Silky-Serie, ist mir die Gomboy eigentlich fast am liebsten. Also das werden wir jetzt auch gleich hier mal ganz kurz noch zeigen, schnell testen, weil ich mir hier einen kleinen Dreibein baue. So, jetzt geht mein Messer rum, weil jetzt kann ich es ja dann öfter brauchen. Wer mich fragt, was ich für Gürtel nutze, ich nutze die von Klag hier auch schon sehr, sehr lange, nur diese hier, auch privat, sehr zufrieden damit. Tragen sie äußerst angenehm und ja, jetzt ist mein Messer dran und jetzt werden wir da ein bisschen Holz schneiden. Ihr seht, diese Säge geht da durch wie Butter. Und das ist jetzt auch schon sehr gebraucht, die Säge, Sägeblatt, aber schneid ausreichend hat das. Dreibein steht. Ein bisschen Lager zum Untersitzen oder Unterschlupf, wie man es auch nennt, steht. Cool. Hier habe ich ein bisschen was hergebaut zum Herhänger von meinem Equipment und so, dass man einfach das Verletzungsrisiko verringert quasi, weil wenn sowas rumliegt oder so Axt, kann man sich natürlich auch wieder, gerade im Barfuß ist im Sommer. Deswegen hänge ich mein Zeug daher und es ist schön zugriffsbereit und somit passt es. Ja, Dreibein habe ich jetzt auch ein bisschen gebaut. Ihr seht, ich habe schöne dicke Balken gewählt. Ist nur zur Veranschaulichung, dass ihr seht, dass man mit diesen kleinen Säckchen hier wirklich auch locker sowas schneiden kann, ohne Probleme. Wenn ich ein Dreibein baue, ist er vielleicht zu dick, ein bisschen dicker. Also das ist schon massiv. Aber wie gesagt, zur Veranschaulichung. Ja, jetzt haben wir Dreibein. Was gehört dann dazu? Was ist das I-Pünktchen beim Bushcraften? Denkt einmal nach, was ist das Beste? Kommt drauf. Ich helfe euch.
genau. Feuer. Feuer ist natürlich richtig, richtig cool. Grögi, Monster für Anfragen. Wirklich brutal für euch. Satz meine Bs, beantworte ich gar nicht mehr. Schon länger nicht mehr, weil ich einfach keine Rechtsauskunft gebe über Feuermacher. Bitte, bitte informiert euch in eine Bundesländer, in eine Länder, wo es wohnt, über das Waldgesetz, was man darf, was man nicht darf. Da ist jeder für sich selber verantwortlich und ich würde da gar nichts sagen dazu, weil bei mir schaut es da eh anders aus. Naja, Feuer. Klassisches Feuer natürlich richtig, richtig cool. Ich persönlich bin erst seit 2 Jahren Bushbox-Fan. Das seht ihr jetzt gleich, diese Bushbox. Früher nur klassische Lagerfeuer gemacht, habe ich lange geweigert, dieses Teil zu nehmen, weil man immer denkt, ich weiß es nicht. Aber es ist genial. Warum ist es so genial? Weil man einfach das Ganze schön unter Kontrolle hat da drin. Es ist ausreichend, man kann super drauf kochen. Man hat zwei Kochsteiglein dabei, wo es sauber steht. Das Ganze zirkt wie die Sau, also hat eine super Kaminwirkung. Das ist das Problem, gerade jetzt, wenn es nass ist, im Winter, wenn man Feuer macht, hier mit Steinen und so. Steine sind sowieso immer so eine Sache, bitte nehmt es nicht von Flüssen raus und so, weil die explodieren können, wenn sie sich erhitzen, durch die Ausdehnung vom Wasser, dann können sie platzen, ganz gefährlich fürs Auge. Und es ist auch zusätzlich noch, wenn man jetzt da am Anfang ein Feuer macht, es raucht halt die ganze Zeit, weil einfach natürlich Wasser verdunstet. Irgendwann ist es auch vorbei, aber ihr wisst es, das heißt mit denen nicht so stark, weil das schön erhoben ist, also ein bisschen erhöht ist das Ganze und richtig cool. Ich persönlich nutze diese Bushbox XL Titanium, genau, also die ist richtig, richtig cool. Man muss jetzt nicht unbedingt Titan haben, es tut Stahl auch, was ich festgestellt habe. Vom Gewicht her, mir egal, wer darauf Wert legt, okay, ist Titan leichter. Ob sie sich stärker verzirkt, Titan wie Stahl, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie verzirkt sich so oder so mit der Zeit, man muss sich dann ein bisschen sparen und das Ganze ausbiegen. Das kriegt man dann schon hier, also das ist auch kein Problem. Meine ist auch noch ganz leicht so, ihr seht es, glaube ich. Ich habe es jetzt wieder vor kurzem ausbogen. Aber okay, was habe ich jetzt hier noch drin in diesem Transportbeutel? Habe ich natürlich jetzt hier noch, was in der Bushbox dabei ist, so ein kleines Gitter dabei. Kann man dann draufnehmen oder halt innen von der Seite her zum Toasten. Und was sehr, 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 sehr für mich Lieferungen. Eins der meist geklicktesten Artikel bei mir über Affiliate Links ist diese Matte hier. Ich habe jetzt 3 Stück mittlerweile daheim, verschiedene durchprobiert, auch doppellagig. Die doppellagige ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist einfach vom Platz her scheiße. Das ist jetzt wieder einlagig, einwandfrei, ist also, ich würde schon sagen, Asbestmatten, Lötmatten sagt man dazu, genau, aus dem Elektrobedarf. Legt man her, stellt es drauf und schon hat man es auf eurer Stelle. Picobello, super. Warum diese Matte? Ist einfach ganz einfach zu beantworten, weil einfach der Boden nicht geschädigt wird dadurch. Und weil wenn die einfach am Boden steht, geht es natürlich auch heiß durch und der Boden verbrennt unten. Und so ist das fast nicht der Fall und man hat das Ganze besser unter Kontrolle. Ich verlinke euch das Ganze und könnt es euch einmal anschauen. Und jetzt geht es hier weiter. Ja, wir haben jetzt da gerade beim Kochen und beim Feuer und so und da ist natürlich auch beim Bushcraften, wo es gehört auch dazu, eine Pfanne. Ich habe verschiedenste Pfannen daheim, angefangen von der Aldi-Pfanne bis zur Edelstahlpfanne bis hin zur Aluminiumpfanne. Ist alles gut, man kann mit allem kochen, ganz klar. Aber bei mir ist es so, dass ich mittlerweile nur noch 2 Pfannen nutze, mein kleines Weitler-Pfandl, was ich von einem Abonnenten einmal geschenkt gekriegt habe. Hoffe, er schaut das Video auch wieder mal. Ich nehme die Pfanne wirklich sehr oft, die er sechst. Und habe hier eine schwedische Jägerpfanne, die wo ich auch jedem ans Herz legen möchte. Gerade wenn man anfängt damit und die Pfanne dann auch selber einbrennt und man hat diese Pfanne sein ganzes Leben. Und um das geht's. Man sollte manche Artikel eigentlich, was heißt eigentlich, man soll es wirklich sehr, sehr, sehr lang haben und vielleicht dann auch einmal sagen, nach 35 Jahren Benutzung, die Pfanne funktioniert immer noch und man vererbt seinen Sohn weiter oder irgendeine Person, wo man sehr gern mag. Das ist eigentlich richtig cool. Das zeige ich euch kurz, die Pfanne. Das ist einfach von Stabilotherm, genau. Die Jägerpfanne, wo wirklich, glaube ich, jeder YouTuber und die meisten Bushcrafter nutzen. Ja, aufschau, dass es nicht nass wird, das ist ein Rost, das ist ein Kohlenstoffstahl, glaube ich. Nein, Kohlenstoffstahl, irgendein Stahl, der rost auf jeden Fall. Und ja, die muss man halt immer schön fetten. Es ist halt einfach genial, weil man diesen Griff hat. Man kann diesen Griff hier hinten was reinstecken und man kann ihn verlängern. Hier habe ich den Paracord drin, aber man kann es machen. Dann kann man näher zum Feuer hin, kann man machen, wenn man mag.
Und die finde ich einfach genial. Also das ist richtig, richtig cool. Das Teil, wenn geliefert wird, ist ja schon oft betont worden, ist sehr scharfkantig. Schleift es einfach kurz ein bisschen ab. Die ist sehr einfach kalt in die Pfanne, aber sie funktioniert super gut. Also und für 25, 30 Euro, was das Teil kostet, hat man sein ganzes Leben erfreut dran. Ebenfalls, wo mir auch sehr viel fragen, dieser Transportbeutel aus Leder hier. Ich habe jetzt hier oben schon ein Paracord durchgeflochten, weil mir das Lederband abgerissen ist. War absehbar, war mir von Anfang an klar, dass ich da Paracord tue, das Lederband irgendwann reißt. Diesen Sack kriegt man auch bei Stabilo Therm. Und was er kostet, weiß ich jetzt nicht, 20 Euro glaube ich. Da hat man seine Pfanne dann auch drin sauber. Und ich finde, das gehört auf jeden Fall dazu, so ein Pfandl, dass man was zum Kochen hat draußen, weil das ist ja genau, was unser Hobby ausmacht. Rausgehen in der Natur, was kochen und sich das einfach alles ein bisschen, ja, durch den Kopf und durch den Bauch gehen lassen. Das ist einfach super draußen. Okay, dann sind wir da durch. Dann kommen wir zu diesem Artikel, weil der hat auch im Endeffekt ein bisschen was mit Kochen und Erhitzen zu tun. So, weiter geht's mit diesem Canteen-Pouch von Tasmanian Tiger. Habe ich auch sehr, sehr lang. Da habe ich meinen Edelstahl-Topf drin. Schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt haben wir eine Frage, ich habe mich vor kurzem einen Abonnent gefragt. Eigentlich eine dämliche Frage, aber naja, er hat gefragt, warum ich alles in MTP habe. Keine Ahnung. Ich habe nicht alles in MTP, aber jetzt hier im Woodland, habe in Pincard, keine Ahnung. Ich habe schon verschiedene Tarns, aber mein persönlicher Stil, meine Stilrichtung ist seit, ich glaube schon seit 4 Jahren oder 5 Jahren schon sehr mit MTP angehaucht. Also ich finde das einfach passt sehr zum Bushcraften. Diese Olivtöne mit MTP gefällt mir ganz gut. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ist ja egal. Naja, und hier ist dieser Canteen-Pouch. Ich werde euch das Ganze verlinken unten. Wenn ihr was vergisst beim Verlinken, bitte schaut auf www.backpackerwilderness.com. Da ist Ausrüstungslisten drin, da ist nämlich alles weitgehend verlinkt und so schaut das aus. Hier ist er drin, ist natürlich jetzt komplett schwarz innen schon, aber das macht ja nichts, das ist ja egal. Und das ist das gute Teil, GSI Teekessel aus Edelstahl. Das ist etwas, was man unbedingt da haben muss. Ich finde es genial, ich finde ihn einfach mega. Ihr wisst warum, wenn man sich in der Früh am Feuer hier sein Kaffee kocht. Es ist wirklich jedes Mal ein Gedicht. Ich habe jetzt hier sehr viele Sachen drin, weil ich einfach den Stauraum nutzen mag. Da drin ist klar, weil sonst liegt das irgendwo rum und warum sollte ich das nicht nutzen da drin? Also, ich kann ganz kurz einmal ansprechen, was ich da alles drin habe. Es ist Zahnbürste drin zum Zähneputzen, was halt oder Zahnseide. Ich habe jetzt hier Kaffee drin. Ich habe einen kleinen Spiegel drin. Ich habe Salz drin. In dem Fall habe ich auch Kümmel drin. Ich habe fast an alle Ausrüstungsgegenstände ein bisschen an Traubenzucker. Ihr wisst warum, ich bin nicht zuckerkrank, gar nichts. Aber wenn man unter Zucker kommt, ist es ziemlich ekelhaft. Ich habe da mir sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht damit. Ich habe Öl dabei. Einfach hier Sonnenblumenöl. Wechselt öfter einmal aus. Ich habe auch früher viel Kokosöl dabei gehabt. Aber Sonnenblumenöl ist einfach sehr günstig und passt. Im Winter ist es besser, weil es nicht gefriert. Und ja, das Kokosöl würde komplett fest, da kann man mit denen ein bisschen besser arbeiten. Aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Hier habe ich noch ein bisschen Zucker drin und ich habe natürlich Tempos drin. Eigentlich habe ich hier ein bisschen so Kaffee- und Hygieneartikel drin. Da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das auch sehr individuell ist, was jemand dabei hat. Manche haben da wirklich, was ganz cool ist, auch dabei, ganze Gewürzkästen dabei und so zum Kochen. Je nachdem, was man sich für, was man für Schwerpunkte setzt, was man für, ja, für ein Flavel hat. Das ist ja bei jedem anders. Das ist auch das Schöne bei dem Hobby, weil das so vielfältig ist und so weit gefächert und das Spektrum so weit ist. Das ist einfach wirklich cool. Also das finde ich ganz cool. Deswegen ist es immer blöd, wenn wir sagen, warum das und das und rennt dumm, weil das tut man ja beim Bushcraften nicht. Ich finde, beim Bushcraften kann man alles machen. Kann man, wenn einer rausgeht und sagt, ich mag beim Buschgriff meine Wäsche aus im Bach waschen mit einem Brett und so, dann ist das auch, gehört das auch zum Buschgriff dazu, ist ja auch Handwerk. Und der andere sagt, warum tust du denn das? Und das ist jeden Seite. Okay, jetzt haben wir diesen Pouch hier durch, da kann ich Ihnen gar empfehlen, dieser TT-Pouch passt perfekt da rein, also richtig cool. Was ganz, ganz gut ist bei diesen Pouches, dass man das auch wirklich alles
am Mann bringen kann im äußersten Notfall, wenn einmal irgendwas wäre, dann ist das gut. Ich habe die Erfahrung gemacht und da war ich in Norwegen unterwegs und bin in ein unheimliches, ganz starkes Wetter gekommen und war ganz weit abseits. Also das war lachende Gänsehaut. Ne? Also da habe ich wirklich gebetet, was ich eigentlich nie mache. Und ja, in der Zeit habe ich noch gebetet, jetzt tue ich es nicht mehr. Und da war es so, dass ich im Zeitling bin und habe mir gedacht, das Zelt zerreißt jetzt komplett und ich muss jetzt abhauen und habe dann wirklich einfach mir die wichtigsten Sachen im Poachers-Alter, wenn ich was zum Trinken, zum Essen, Kartenmaterial, GPS-Sender und so, und haben wir das schon am Mann gemacht, wenn jetzt der Fall ist, dass ich flüchten muss, quasi, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, dass ich den Rucksack, das war alles weggeflogen, weil der Sturm so extrem war. Und deswegen ist das wirklich sehr gut. Okay, nur eine kurze Geschichte dazu, dann würde ich sagen, geht es zum nächsten Artikel und da haben wir hier. Oh ja, man hört es jetzt setzt das Tauwetter ein. Anscheinend ist jetzt der Taupunkt erreicht. Und da müsst ihr wirklich aufschauen, deswegen habe ich jetzt gerade draufgeschaut, weil viel Schnee auf die Bäume liegt. Auf die Äste wirklich sicher eine Schneebatzen und die sind jetzt komplett gefroren. Jetzt gerade taut schon ein bisschen, aber die sind richtig gefroren und die fallen jetzt runter. Da muss man echt aufschauen, weil so einer schluckt die wirklich bewusstlos, wenn es ist. Also da muss man ein bisschen bei Tauwetter immer ein wenig aufschauen. Naja, jetzt geht es weiter hier. Das ist dann wieder her, das haben wir schon. Und hier ist auch wieder so eine Tragetasche, wo ich momentan ein bisschen so durchteste. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr. Ja, war auch verschiedene daheim. Und mit der bin ich eigentlich relativ zufrieden. Also die ist so, war groß, klar, aber man kriegt dafür eine. Das ist von Helikontex. War es jetzt Survival Kit, Bushcraft Kit. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich verlinke es euch unten. Und da habe ich dann auch meine Trinkflasche drin. Das ist ja auch wieder individuell, was man für Trinkflaschen hat. Ich habe jetzt hier, muss ich noch rauskriegen, das ist verhängt, meine Trinkflasche aus Titan, klar, und habe auch verschiedene andere daheim aus Kunststoff, habe schon alles mögliche mein Leben durchprobiert, auch Leder, deswegen habe ich es verwechselt, habe ja Leder gehabt und Kunststoff und Aluminium. Wer nicht so viel Geld ausgemacht, kann ich ans Herz legen, kauft euch Edelstahl-Trinkflaschen, weil man einfach mit der mehr machen kann. Was kann man mehr machen damit? A, ist wirklich robust, sie hält sehr, sehr lang, das Ganze, und man kann was erwärmen drin. Also kann man mit einer Kunststoffflasche auch, aber Kunststoff, wenn man erwärmt, auch wenn es BPA-frei ist oder sonst irgendwas, löst sie irgendwas und du hast es im Wasser drin. Und wenn man nicht aufschaut, ist es verbrennt. Und das kann in einer Survival-Situation, wo bei uns sehr selten ist wahrscheinlich, bis gar nicht, ein Problem werden. Das heißt, jetzt mit diesen Flaschen hier nicht, also definitiv nicht. Man muss ein wenig aufschauen im Winter, wenn es ja, durchgefriert drin, also wenn es alles vereist, das nicht reißt, dann ist es nämlich auch am Arsch. Also da muss man ein bisschen aufschauen, aber ansonsten ist das perfekt und man kann es im Winter auch so machen, dass man es am Feuer noch schön erwärmt hier und wenn es dann richtig schön warm ist, nimmt man es einen Schlafsack mit als Wärmflaschen und das Wasser wird dann auch nicht kalt. Wenn es am Körper irgendwo liegt, hat das in der Früh auch seine 36, 37 Grad, ist dann schön warm und hat in der Früh ein warmes Wasser. Ja, ich habe hier noch meinen Trinkflaschenbecher in Nierenform, wie noch jeder hat von euch, und hier so ein Cup-Stand-Up, wo man einfach draufsteht, gibt es aus Edelstahl, viel massiver, der ist von Miltec. Das ist nur so, den habe ich schon so lange, von dem her habe ich ihn einfach gerne immer dabei, weil es also so ein Stück, was ich schon so stark und lang habe. Ich bin schon 50 Mal drauf gestiegen. Beim letzten Videodreh, was habe ich da gemacht? Das Video, genau, Neujahrsansprache, da bin ich auch komplett wieder drauf gestiegen. Aber nein, macht ja nichts. Es funktioniert nicht. Ja, genau, das ist jetzt da meine Tasche hierfür und einen Becher. Ich werde jetzt eventuell dann auch mal andere Titanflaschen testen. Da habe ich nämlich jetzt was gefunden, das war extrem interessant, das aber sage ich jetzt am nächsten Jahr. Ja, ich habe hier, wenn ich kurz schaue, ob ich noch drauf bin, ja, habe ich hier immer einen kleinen Spaten dabei. Früher natürlich ganz klar Bundeswehrspaten dabei gehabt, wo keine Sau braucht. Aber dieses Teil brauche ich auch fast nie, aber ich habe es immer dabei, weil hin und wieder brauche ich es ja doch. Klappspaten, Megateil, kostet knapp 10 Euro, ist das Beste, was es gibt. Und jetzt habe ich es auch geschafft, also schon länger, dass ich in Brünier quasi, in dem Fall war er natürlich sehr, sehr glänzt hat, was mich gestört hat, und da habe ich das in einem Video mir angesprochen, das ist das meistgeschauteste Video von mir, Angst im Wald, und da habe ich das ja mal angesprochen und habe so viele Vorschläge gekriegt und der beste Vorschlag war einfach, nimm das scheiß Teil
wirf's in die Buschbox rein. Fertig. Ob das jetzt gehärtet ist oder nicht, das ist scheißegal, es bricht nicht. Also das, weil da haben dann auch geschrieben, ja toll, jetzt hast du das kaputt gemacht, das ist die Härte gerade weg. Also ich habe schon 100 Löcher gekommen damit. Aber das ist immer das. Also das sind dann Theoretiker, die das sagen, das haben sie irgendwo gelesen und Praxis haben sie es noch nie probiert. Ist halt so, ich kann sagen, dass trotzdem, dass ich da am Feuer durchglühen lassen habe, noch einwandfrei funktioniert das Ganze und das wirklich schon 100-fach getestet habe. Vielleicht ist es anders, dann soll es das. Okay, was habe ich hier noch drin? Habe einfach hier noch ein bisschen was zum Feuermacher drin. Mein Dragon Fire. Auch sehr geil. Verlinke ich unten auch. Wirklich cool. Habe hier Verbandspäckchen drin und Esbit und Wattepads und so in Wachs gedrängt. Habe ich auch immer dabei, dass man jetzt hier schnell mal ein Feuer machen kann. Unter erschwerten Bedingungen ist das richtig cool. Auf der anderen Seite, das mag ich jetzt gar nicht rausnehmen, da habe ich nur meine Speicherkarten drin, Tempos und Ladekabel noch für Kamera, weil wenn es leer wird, dass ich noch ein bisschen Saft habe. Genau, und Wasserentkeimungstabletten sind auch hier mit drin. Das variiert sowieso ständig das Ganze. Da ist immer etwas anderes drin in dieser Tasche, außer Wasserentkeimungstabletten und so. Aber auch ganz cool, gibt es ja verschiedene Farben. Ob es immer haben wir, weiß ich nicht, aber so ist das echt. Also, nicht Slingbag, aber so eine Tragetasche. Richtig cool. Also ich mag es gern. Und dazu sagen, ich will noch was sagen dazu in einem halben Jahr, ob ich es wirklich praktisch finde oder nicht. Ich bin mir noch unschlüssig. Wird kommen. Okay, dann geht es jetzt hier weiter, was ich hier drin habe. Okay, jetzt geht es hier weiter. Was habe ich hier drin? Das ist auch von Helicontex Bushcraft Line. Sieht man an diesem Zeichen ein Pouch. Wie der genau heißt, muss ich nachschauen, ich weiß nicht. Die haben alle die Namen, ich weiß ja auch nicht, keine Ahnung. Der EE Pouch, genau, der EE Pouch. Den werde ich auch verlinken unten. Ah, coole Taschen, habe ich schon sehr lange daheim. Bei mir dabei gehabt bis jetzt, aber noch nicht so richtig. Also da muss ich erst einmal schauen, wo es da genau reinkommt, aber die ist eigentlich recht praktisch vom Maß her. Ihr seht, ich habe jetzt bloß hier Knicklichter dabei. Ist auch immer ganz gut, wenn man welche dabei hat. Und so schaut diese Tasche hier aus. Also ich finde die ganz cool gemacht. Also die ist wirklich nicht schlecht. Ich habe jetzt nicht viel dabei, aber ein bisschen was. Genau, hier habe ich ein bisschen was zum Räuchern. Meine Räucherkisten dabei. Die braucht man jetzt nicht reinschauen, die variiert auch komplett durch. Ist einfach nur so eine Kiste mit Backpacker Wilderness. Muss natürlich sein, klar. Habe ich immer dabei zum Räuchern, fast immer, weil ich gern räuchert. Hier habe ich ein wenig Leder dabei von Hulterfors. Das habe ich auch von einem Abonnenten zugeschickt gekriegt. Namen nenne ich jetzt damit nicht. Sehr, 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 sehr geil. Ist eine Schnittschutzunterlage zum Schnitzen und so. Ich nehme es als Unterlage allgemein her und zum Draufsitzen. Da kann man so viel machen damit. Die ist richtig cool. Ist einfach so ein richtig dickes Leder von Hulterfors. Richtig schönes Leder. Und ganz, ganz cool, das Teil kann man sehr, sehr gut brauchen. Ja, Akku-Pack habe ich auch immer dabei, muss ich ja dabei haben. Nicht unbedingt fürs Handy, aber einfach für Kamera. Weil die hat 20.000 mAh, die ist für mich ausreichend mittlerweile, habe ich festgestellt. Und da kann ich meine Kamera auch wieder gut lohnen, die drei Akkus, die ich drin habe. Coole Powerbank, also die habe ich auch schon lange jetzt. Wisst ihr, dass ich es schon lange habe? Und funktioniert immer noch. Weil ich habe jetzt zum Beispiel diese Powerbank von Sunnybag, die hat einen Geist schon aufgegeben. Also das könnt ihr euch gleich abschminken, dass ihr euch die kauft, weil das ist wirklich Schrott. Also das hat nichts taugt und die funktioniert immer noch. Das IP68, wasserdicht und so, hat die Induktivladung, cooles Teil. Und dann haben wir schon fast durch, das wo natürlich eins der allerwichtigsten Sachen ist, wo sie euch ans Herz legt, dass ihr euch das kauft. Machen wir jetzt sowieso gleich mal einen Tee dann, glaube ich. Ist dieser M71 Notkocher. Also das ist geil. Da muss ich jetzt einmal einen Roger danken. Der weiß warum, wenn er das Video sieht. Der hat mir da was zugeschickt. Aber den habe ich jetzt auch schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Immer noch der gleiche. Da ist auch viele Leute sagen, ich muss vorher so ausmachen, Deckel falsch um auflegen, dass ich die Dichtung nicht kaputt mache. Die Dichtung, seht ihr, ist bei mir schon gar nicht mehr vorhanden. Ich nehme ein rotes Dirko, die aus dem Kfz-Bereich wissen, was es ist. Und somit dichte es sauber ab und passt. Noch nie ausgelaufen. Wunderbar.
cooles Teil, machen wir es gleich mal in den Tee. Das habe ich jetzt alles da drin. Ups, das wird mit Sicherheit nicht da drin bleiben, alles, das wird komplett anders noch eingeräumt, aber da mache ich mir sehr viele Gedanken drüber, wie ich das einräume mal da. Weil ich glaube, diese Tasche wird auch, ja, jetzt kriege ich es nicht rein, wird bei mir auch länger im Gebrauch sein, weil ich es einfach wirklich gern mag. Okay, kriegst du es nicht rein, das ist da einer da, ist das scheißegal. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal zu diesem Gerät hier noch über und schauen wir da mal rein. So, jetzt kommt der M71 Notkocher zum Einsatz. Ihr seht, den stelle ich hier drauf. Und entzündet das Ganze hier mit meinem Feuerstahl. Einmal schnell. Zack, und schauen, müsste da eigentlich brennen. Ne, hat sie noch nicht. Dauert halt ganz schön lang. Habe ich also auch noch nicht gehabt. Aber ist wahrscheinlich, weil es so kalt ist. Oh, Scheiße. Jetzt gibt es eine heiße Zitrone mit Ingwer. Der Ingwer liegt hier und den machen wir jetzt. Und dass er ein bisschen warm wird, der hat nämlich ganz schön kalte Füße. Ganz schön kalt. Und ihr seht es im Hintergrund, jetzt kommt ein bisschen Sonne raus, aber ich würde euch unten wahrscheinlich nicht viel mitkriegen. Aber zumindest sieht man es da hinten ein bisschen traumhaft. Und das ist genau das Ganze, warum wir rausgingen, weil das einfach so schön ist. Ja, und jetzt wird es ganz interessant für die meisten. Was habe ich in diesem Pouch drin hier? Da ist übrigens mein Erste-Hilfe-Kit drin. Das heißt, es ist nicht besser, dass ich es jetzt nicht rausnehme, weil es mir zu feucht ist. Das ist wirklich da drin verpackt. Da mache ich mir extra Video, wo ich da alles drin habe. Also First Aid muss immer dabei sein. Bitte dort zeigt das immer rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, hier geht es jetzt los. Nehmen wir den Bäckerstein. Ein bisschen rüber, schnell mit Ringer. So ist gut. Und zwar ist dieser Pouch hier, habe ich auch schon sehr lang von One Tigress. Hat mich wirklich verwundert, dass das so eine gute Qualität ist. Also der schluckt sich perfekt. Die hat mir schon öfter mal vorgestellt. Und deswegen sage ich nicht viel dazu. Schauen wir einfach mal kurz rein, was ich da alles so drin habe. Dieser Pouch ist natürlich auch individuell zu befüllen, klar, das hat jeder andere Vorlieben, wie das befüllt. Das ist mir wurscht, das könnt ihr machen, wie es schmeckt. Ihr seht, ich habe Tempos drin, habe fast überall Tempos, braucht man immer wieder. Habe einen Wasserfilter, der ist eigentlich auch recht cool, weil man kann das jetzt runterdrehen, man tut einen Wasserfilter raus und kann das Filterstück auf jede PET-Flasche stecken. Das ist ganz cool. Ja, was habe ich sonst noch alles drin? Also ganz ausräumen will ich nicht alles. Man sagt hier, habe ich einfach Angelzeug drin. Angelzeug und es sind auch wieder Wasserentkeimungstabletten drin. Die sind hier drin zum Beispiel, die sind hier drin. Die habe ich fast an jedem Ausrüstungsgegenstand, habe ich ein paar einfach eine da. Man sagt, die brauchen nicht viel Platz. Die sind wirklich wichtig, dass man es dabei hat. Und das ist einfach ein Angelzeug. Da ist unten noch eine Schnur drin. Also eine geflochtene Schnur, keine Monofile, sage ich immer wieder, sondern eine geflochtene, weil die Monofile
mit dem Alter einfach porös wird und wenn man es dann wirklich braucht, funktioniert es nicht. Das heißt bei der geflochtenen Schnur nicht. Und man kann so geflochtene Schuhe auch wirklich hernehmen als, ja, für Fallenbau und so. Ja, Taschenlampe habe ich immer dabei, wisst ihr. Sage ich gar nicht vorher, sonst bin ich wieder geschimpft. Und ja, Messer, Kochmesser, richtig, richtig geiles Messer. Es gibt es von Old Bears aus Italien und es gibt Opinel. Kriege ich auch für Anfragen. Ich habe Opinel daheim in der Küche, haben da sehr, sehr gute Messer und das wird sie, glaube ich, nicht vernehmen. Die haben beide sehr gut. Da kann man jetzt nichts sagen. Ja, was habe ich noch drin? Feuerblasrohr, ganz, ganz wichtig für Bushbox. Laserman. Da hat ihr euch auch ans Herz legen, da hat euch einen Laserman rein. Man braucht ihn nicht oft, aber hin und wieder braucht man. Feuerzeuger, ganz klar. Von Backpacker Wilderness. Must have, ist ein Big Feuer sogar. Und ja, da sage ich noch einmal was dazu. Ich habe noch einen Kienspann drin. Dann habe ich mein Besteck drin, das ich auch schon sehr, sehr lange habe. Einfach hier von Esbit Titan Besteck und von meinen Kindern, von der Spielzeugküche, so einen kleinen Bänder. Der schluckt sich auch sehr, sehr gut. Gibt es übrigens bei IKEA. Stifte, beziehungsweise habe ich einen Stift dabei mit verschiedenen Minen. Und zwar so ein, ja, von der Baustelle einen. Der geht auf alle Materialien, ist wasserfest, ist rot und ja, grau, Graphitgrau, wie der Bleistift ist. Sehr cool, kann man auch immer wieder brauchen. Habe hier, was ich jetzt momentan nicht brauche, mein Wilmers Nordic Summer dabei, mein Insektenschutzmittel. Hier habe ich noch ein bisschen Zahnseide drin. Habe ich jetzt bloß hier drin, weil ich da mal was probiert habe. Habe Ersatzbatterien, das sind jetzt leider Kühlakkus daheim für die Stirnlampe, die ist daheim, die ist normal auch da drin. Habe ich normale Akkus die sind beim Laden und das sind einfach Akkus für mein Mikrofon, für diese Kamera hier. Dann habe ich hier eine Zunderbox. Der ist bei mir mittlerweile schon sehr klar geworden. Da ist jetzt einfach hier ein bisschen ein Zunder drin, weil meistens habe ich eh in jeder Tasche ein bisschen Birkenrinde drin und so und das reicht eigentlich. Ist eigentlich nur noch so, dass ich es auch dabei habe. Ja, was habe ich hier alles drin? Hier habe ich noch eine Ersatzdochte drin für meine Lampen, Streichhölzer. Dann habe ich hier ein kleines Schneidebrett noch mit drin. Ich habe Aspirin Komplex, die trage ich auch schon ewig rum. Ich habe Hygienetücher, also so Desinfektionstücher drin. Und Magic Fire, wollte ich mir wo reinschmeißen wieder, dieser Kupfer, Pergamat oder wie heißt das, Kupfer, irgendwas mit Kupfer. Und das leuchtet halt dann grün-blau, schaut ganz cool aus, nehme ich auch hin und wieder mal her. Und ja, was habe ich jetzt hier noch drin? Hier habe ich auch noch verschiedenste Ladekabel drin, wo es euch ans Herz legt, dort sind euch verschiedene Adapter, eine Typ USB, Typ C, B, A, wie soll ich heißen. Und vor allem auch, was ich drin habe, was ich schon gebraucht habe, Adapter für iPhone und so. Ich habe keins, aber ich habe schon mal einen dabei gehabt, der hat iPhone gehabt und beide Akkus leer. Und ja, habe ich es auch noch erkannt, genau. Hier habe ich noch ein kleines Licht, das wisst ihr, das ist rot. Kann ich über den USB anstecken, also meine Powerbank. Und habe fürs Lagerleben super Licht. Also das ist das, was ich da drin habe. Hier geht es dann noch ein bisschen weiter. Da können wir auch mal ganz kurz einschauen. Ist auch ganz interessant, was ich da drin habe. Man braucht das ganze Zeug wirklich nicht oft, weiß ich, aber man hat es einfach drin und es ist also eine Art Bugout, wenn ich mal flüchten muss quasi, dann habe ich alles ein bisschen drin. Ja, Zeckenkarte, wenn es wieder losgeht, wisst ihr ja, lege ans Herz. Eine Kondom, ihr wisst, warum ich ihn dabei habe, habe ich schon ein paar Mal betont. Aluminiumfolie, sehr, sehr wichtig, nehmt euch ein bisschen was mit, kann man immer wieder brauchen. Das ist echt cool. Hier habe ich noch Draht, ein Rosendraht. Hier habe ich noch geflochtene Schnur, Ersatzminen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist da unten drin verschiedene Nägel in Stahl. Das ist super wichtig, dort ist euch wirklich ein, die kann man so oft brauchen. Und ein bisschen was zum Flicken und der Garn ist auch unten drin. Beziehungsweise kann ich den hier nehmen. Ist einfach, wenn irgendwas abreißt einmal oder so, kann man das wirklich reparieren draußen. Also das ist cool. Das Wichtigste da drin ist die Zeckenkarte. Also da kann man die Zecken am schönsten entfernen. Wer meine Creme hernimmt, die wo ich selber entworfen habe,
dann hast du sowieso keine Zecken nicht mehr. Könnt ihr mir reinschauen, werde ich das Ganze jetzt hier verlinken. Dann könnt ihr dann reinschauen, die Zeckensalbe selber machen. Ist ganz einfach zu machen und wirkt seit Jahren 110%. Also definitiv. Okay, das habe ich da drin und hier sage ich jetzt noch schnell separat ein Wort dazu. Ja, warum sage ich das jetzt separat? Das sage ich einfach nur separat mit dieser Ukulaterne, weil ich einfach wirklich, keine Ahnung, im vierstelligen Bereich schon Anfragen gekriegt habe, wie das genau funktioniert. Ich habe es auch in ein paar Videos schon erklärt, aber natürlich schaut nicht jeder Uli meine Videos, muss er nicht sein, aber für die, die es nicht wissen, das ist jetzt eine Ukulaterne, da ist jetzt der Griff ist noch in meiner Tasche drin, den steckt man einfach rauf und man kann die aufhängen. Die ist ganz normal zu befüllen mit Teelichter. Ich habe jetzt nur mehrere drin. Man nimmt die einfach raus quasi und dann hat man hier ein Teelicht und fertig. Ich habe nur einfach die drin, weil es zum Transportieren sehr praktisch ist. Ja, und bei euch schaut die Laterne so aus, dass dieser, jetzt muss ich ihn nur rauskriegen, dieser Deckel oben so drauf ist. Bei mir habe ich das Ganze einfach rausgenommen und drehe den Deckel um. Der passt dann genau da rein. Der fällt auch nicht durch, der steckt genau drin. Und hier habe ich einfach ein Metallkappen. Das war ganz lustig, weil da haben wir schon sehr viel gefragt, was das ist. Und das ist von einem Piaggio Sfera 125, Baujahr 96, glaube ich, die Radkappe hinten. Die habe ich noch irgendwo rumliegen, weil ich früher sehr viel Motorrad geschraubt habe, einen Roller. Und die passt dann genau da rein. Die stelle ich dann drauf und somit habe ich hier Apps zum Räuchern. Da kann ich mein Harz, das ist ja nicht alles für Harz, wie mein Harz, einen Kaffee und sonst irgendwas und kann räuchern. Und das Coole ist, es passt dann noch ein Teelicht noch mehr rein. Also kann man noch mehr eins. Es passt jetzt nicht ganz ein wegen einem Harz, aber normal, wie es auskratzt, passt es komplett ein und habt somit 1, 2, 3, 4, 5 Teelichter da drin. Das ist natürlich schon cool, also das ist eine feine Sache. Und das wollte ich jetzt nur separat einmal schnell ansprechen. Und somit sind wir jetzt durch. Also jetzt habe ich mir ein bisschen das gezeigt, was jetzt ich dabei habe. So. Einen Tagesausflug, sauersfrei, weiß ich. Aber ich mag auch viel draußen probieren, das sage ich immer wieder. Und deswegen habe ich auch viel dabei. Und mich stört das jetzt nicht großartig, ob ich jetzt 8 Kilo dabei habe oder halt 15 Kilo. Mir ist das eigentlich egal. Mein ganzes Leben trage ich schon Rucksack. Also wir haben schon immer viel ausgelacht, deswegen, weil ich immer einen Rucksack dabei habe, auch privat. Ich bin immer mit Rucksack unterwegs, schon immer. Und bin das einfach gewohnt. Also wenn man 20 Kilo rauf tut, das ist für mich nichts. Das stresst mich überhaupt nicht. Und das ist eine reine Gewohnheitssache. Und ich hoffe, dass euch dieser Teil hier ein bisschen was gebracht hat. Gerade junge Anfänger, muss nicht unbedingt der Junge sein, einfach ein bisschen ein Greenhorn Anfänger, dass er sich ein bisschen leichter tut, was er eigentlich so braucht. Diese Reihe will ich fortsetzen. Das ist jetzt einfach einmal für einen Tagestrip quasi, wo man sie mitnimmt. Und jetzt irgendwann, demnächst kommt dann einmal ein Teil, wo sie übernachtungsmäßig mitnehmen, wo sie dann auch Schlafequipment und so noch mitnehmen, wie er mich da riecht. Dann kommt da mit Sicherheit einmal, wo sie im Sommer und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch wieder sehr viele Sachen. Also so Loadouts sind eigentlich für sicher Leute, die daran Interesse haben, an dem Hobby sehr wichtig und wenn die glaubwürdig sind und ehrlich sind, haben sie Gold wert ohne Schmarrn, weil dann kann man sich echt viel Geld sparen. Und das wisst ihr, dass es bei mir so ist. Okay, ich will jetzt ein bisschen Holz machen, habt ihr gesehen, machen wir jetzt ein Feuer, machen wir ein bisschen die Zehen wärmen, will jetzt meine Schultern ausziehen und hier mir meine Zehen wärmen. Ein kleines Feuer machen, mir noch einen schönen Tee kochen, hab noch ein bisschen Cookies dabei und so und will mir jetzt dann ein, zwei Stunden mindestens aufhalten hier und dann marschiere ich wieder weiter. Wir sehen uns bald wieder, macht es gut. Ja. Sonst gibt es jetzt auch nichts voll zum Song. Auf jeden Fall werden wir uns bald wiedersehen. Ihr wisst es wie immer, anständig bleiben, ehrlich bleiben, ganz wichtig. Bleibt fit, schaut beim Weitler auf Instagram rein. Abonniert Instagram, weil ich mag da ein bisschen vorwärts kommen. Und da haben sehr viele coole Sachen bei Instagram, wo ich so in YouTube überhaupt nicht zeige, während dort zeigt. Alles klar, habe ich wieder Werbung gemacht. Macht es gut. Danke fürs Einschalten. Fährt euch.